Unser Badehaus. Kapitel 1: Dach und Wände. Eigentlich hatten wir vor, hinter unserer Scheune direkt im Anschluss an die Terrasse einen kleinen Hühnerstall zu bauen. Die Ecke schien günstig und im Jahr zuvor hatte ich hier schon eine kleine Bruchsteinmauer errichtet. Zuallererst kümmerte ich mich um die Dachkonstruktion und bespannte diese mit Folie, damit ich in Zukunft im Trocknen hier arbeiten konnte. Für die Seitenwände organisierten wir uns Eichenschwartenbretter aus dem Sägewerk. Da es sich um ein Abfallprodukt handelt, ist die Oberfläche natürlich noch ziemlich rau. Die nächsten Arbeitsgänge heißen also Schleifen, Schleifen, Schleifen. Die grobe Vorarbeit leistet dabei die Flex mit dem Schleifteller. Dann geht es mit dem Exzenterschleifer weiter. Solange, bis man mit der Oberfläche zufrieden ist. Vor und nach dem Einbau bekamen alle Bretter noch einen Anstrich mit naturbelassenem Leinöl. Zugegeben ist diese Art Holzwände zu bauen ziemlich aufwendig. Das Ergebnis ist es meiner Meinung nach aber wert. Schon während der Bauzeit redeten Freunde auf uns ein, hier auf keinen Fall Hühnchen einzuquartieren. Ihre Argumente klangen plausibel. All der Staub und Dreck so nah im Wohnbereich war vielleicht doch keine gute Idee. So bekamen dann erstmal unsere Tomaten ein regensicheres Herbstquartier. Die Suche nach einem Verwendungszweck für den neu geschaffenen Raum stellte sich als recht einfach heraus. Schon im Vorjahr hatten wir uns einen alten GFK-Bottich besorgt, den wir als Badezuber benutzen wollten. Allerdings unter freiem Himmel. Der Hühnchenstall sollte nun weiter oben am Hang stehen und der Zuber unter die neue Überdachung ziehen, so lautete der Plan. Einen kleinen Haken hatte die Sache allerdings. Die Wanne war 10 cm breiter als unser Hühnchenstall. Die Bruchsteinmauer, die ich erst im Vorjahr mühevoll hochgezogen mit Beton hintergossen hatte, musste mit schwerem Gerät ein bisschen schmäler gestaltet werden. Unser frisch ernanntes Badehaus war nun soweit, dass der Zuber einziehen konnte. Das war das erste Kapitel unserer mehrteiligen Filmreihe Unser Badehaus. Klicke auf einen der Buttons, um direkt zu einem anderen Kapitel zu gelangen.